Hallo bei Hennenglück im Biogarten. Wir haben Neuzugänge bei den Hühnern. Seit gestern sind sie da, 5 neue Hühner. Und sie sind noch sehr jung und sehr verschreckt. Deswegen haben wir sie noch nicht mit den anderen zusammengetan, sondern sie sind separat in dieser Voliere hier, in diesem kleinen Gehege. Denn erstmal sollen sie sich an den Ort gewöhnen und an uns gewöhnen und dann können Sie so langsam Ihren Radius vergrößern. Gestern habe ich mich schon ganz lange hierher gesetzt und habe einfach nur die Hühner beobachtet und ihnen was zu fressen angeboten. Jetzt sind sie auch wieder hungrig. Ich möchte, dass sich die Hühner an mich gewöhnen, an meine Stimme gewöhnen. Deswegen habe ich hier ein bisschen Reis, ein paar gekeimte Dinkelkörner und ein bisschen Gemüse. Jetzt mal schauen, ob sie das mögen, denn sie sind unsere Kost ja noch nicht gewohnt. Ihr müsst euch vorstellen, das sind ja praktisch noch Kinder, das sind große Küken, ungefähr 5 oder 6 Wochen alt. Die haben gestern eine lange Fahrt hinter sich gebracht, die waren in einem engen Käfig, die hatten einen richtigen Schock. Jetzt müssen sie sich erst erholen, erst an alles gewöhnen hier und natürlich auch an die Kost gewöhnen. Schau, die geht raus. Ja, die beiden Braunen waren gestern schon recht mutig und haben hier was angenommen von mir. Die anderen haben sich versteckt. Aber wenn sie jetzt Hunger haben und wenn sie merken, dass ihnen nichts passiert, werden sie lernen, auch was anzunehmen. Oh, das gehört mir denk. Die, das so gackert, ist Struppi. Ich habe sie gerade gefüttert, die anderen. Und Struppi war natürlich wieder ausgebüxt. Die haut mir immer ab. Und jetzt möchte sie herein, denn sie möchte nichts verpassen. Bis jetzt war sie in der Rangordnung die unterste, die kleinste. Immer die, die weglaufen muss. Immer die, die am wenigsten Futter bekommt, weil sie immer Acht geben muss, dass sie nicht von den anderen gepickt wird. Jetzt wird sie sich freuen, denn wenn neue Hühner da sind, ist sie automatisch ein Stückchen weiter oben in der Rangordnung, in der Hackordnung. Und deswegen dürfen auch die anderen kleinen, die jungen Hühner sich noch ein bisschen von ihrem Schock erholen und eingewöhnen, bevor wir die zusammenlassen. Reis ist natürlich ein besonderer Leckerbissen. Kommen sie sonst auch nicht alle Tage. Gell? Da, komm her, komm. Da, komm. Pull, 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 pull. Sie sind sehr vorsichtig, also sie nehmen das Reiskorn, lassen es wieder fallen, nehmen es wieder auf, weil man weiß ja nie. Probieren wir es mal mit ein bisschen Dinkel. Jede heftige Bewegung, jedes laute Geräusch erschreckt sie. Gell? Da, komm her, komm her. Deswegen verhalte ich mich ganz ruhig, spreche ruhig. Man muss ja viel Geduld haben, aber mein Ziel ist es eben, halbwegs zahme Hühner zu haben, die sich auch anfassen lassen. Es ist immer wichtig, die Hühner auch einmal einfangen zu können, ohne großen Stress für das Tier. Wenn man sie mal untersuchen muss oder mal, wenn sie sich verlaufen und irgendwo eingefangen werden müssen, ist das für Mensch und Huhn angenehmer, wenn das nicht mit allzu großem Geschrei und Gezappel abläuft. Hast bald fertig, Struppi. Na. Damit wir sie unterscheiden können, haben wir verschiedene Farben ausgesucht, natürlich. Erschrecken. Da, probier. Kind? Die bekommen da. Dann natürlich auch alle einen schönen Kind? Namen. Und da könnt ihr euch dran beteiligen. Schreibt mal in die Kommentare, wie Kind? Ihr unsere Hühner nennen würdet. Yes! So, wo sind die anderen? Versteckt. Der alte Hasenstall hier, den haben wir mal geschenkt bekommen. Wir hatten nie Hasen oder Kaninchen, aber der dient uns jetzt als provisorisches Quartier für die Neuzugänge, weil dann den Stall haben wir ja geschlossen. Da wohnen die anderen drinnen, die gehen durch die Tür, durch unsere Tür ein und aus. Momentan, normalerweise haben sie hier diese Öffnung, aus der sie rauskommen können. Und das gefällt ihnen natürlich gar nicht, dass momentan ihr üblicher Platz besetzt ist.
Gell, Kunigunde? So soll es dann bei allen sein, dass sie sich trauen, dass sie sich nichts draus machen. Wenn wir alle Hühner dann gemeinsam füttern, dann werden die älteren Hühner, die schon vorher bei uns waren, die werden heranstürmen und alles für sich beanspruchen und die jungen Hühner fortjagen. Und die würden dann nie zahm werden, weil sie natürlich immer vor den anderen Hühnern Angst haben und dass diese Angst auch mit der Angst vor den Menschen verbinden. Deswegen möchte ich, dass sie sich zuerst an uns Menschen gewöhnen und dann konfrontieren wir sie mit dem Rest. Hallo zusammen. Tag 3 für unsere jungen Hühner und es ist ein Regentag. Endlich haben wir mal Regenwetter. Ich habe schon so sehr auf Regen gewartet. Und jetzt sind natürlich unsere alten Hühner ausgeschlossen aus der Voliere. Und sie sind im Freien, sie sind ein bisschen nass. Deswegen habe ich mir hier mit ihnen ein kleines Quartier gemacht. Hier ist es ein bisschen überdacht. Ich habe ihnen was mitgebracht, ein paar Wirsing- und Kohlblätter, damit sie was zum Naschen haben und sich mal eine Weile unter Dach aufhalten, eine Weile hier drinnen bleiben und vielleicht ein bisschen abtrocknen oder zumindest nicht noch nasser werden. Das ist ja so bei den Hühnern, dass sie gar nicht verstehen, wieso sie drinnen bleiben sollen, wenn es regnet. Aber sie können sich natürlich auch erkälten. Gell du? Und nachher gehen wir zu unseren Junghühnern. Aber wie alle ihre Vorgängerinnen werden sie das Grünzeug schon noch schätzen lernen. Sie probieren es, sie sind neugierig und irgendwann werden sie auch dahinter kommen. Es gibt ja so viel zu entdecken auf der Welt und so viel mehr als Körner. Auch mein Mann nimmt sich Zeit, wann immer es möglich ist, um ein bisschen bei den Junghühnern zu verweilen und ihnen zu zeigen, wer hier der Hahn ist. Und man sieht, sie mögen ihn. Natürlich dürfen die großen Schwestern unserer Junghühner nicht zu kurz kommen. Sie kriegen auch ihre Streichleinheiten. Kunigunde, Kind Mank 4, hä? Tüfele. Und wie eine gute Glucke oder wie ein guter Hahn bringen wir den Junghühnern natürlich auch bei, wo es was zu trinken gibt und was man sonst noch alles machen kann. Ja, und dann ist plötzlich diese Klappe offen, wo es in den Stall hineingeht. Und diese beiden hier hinten diskutieren wohl gerade. Gehst du erster oder geh ich erster? Wer soll sich als Erster reintrauen? Soll man überhaupt, soll man es wagen oder nicht? Naja, vielleicht fürs Erste doch besser nicht. Oder doch? Eingewöhnung geht einen Schritt weiter. Gerade haben unsere Junghühner Besuch von der wilden Hilde und die zeigt ihnen gerade, wie man Kohlblätter frisst. Denn die haben die Kleinen ja noch nicht angerührt. Gleichzeitig genügt auch ein Blick, um ihnen zu zeigen, wer hier stärker ist. Und unsere weiße Junghähne hier in der Mitte
sträubt ihr Nackengefieder, ein ziemliches Zeichen, dass sie Angst hat, dass sie verunsichert ist. Seht euch das an. Aber jetzt lernen sie auch, das Grüne zu fressen, den Kohl. Falls die wilde Hilde beschließt, sie einmal ranzulassen. Ich stelle immer wieder fest, wie verschieden doch die Charaktere der Hühner sind. Einige unterwerfen sich bei Konfrontationen immer, andere versuchen sich zu behaupten und liefern sich wilde Kämpfe und andere gehen Konflikten aus dem Weg und machen ungestört ihr Ding. Mal schauen, was unsere Neuen für Temperament haben. Tag 5 für unsere Junghühner und heute durften die zwei Braunen, die am zahmsten sind, einmal raus zu den anderen, einen kleinen Ausflug machen. Jetzt ist die Fütterung, aber wo sind die beiden Jungen? Nicht in der Meute, so viel steht mal fest. Ja, und wo sind die anderen zwei? Hm? Ja, mal zu den Kindern. Oh. Einer der schwierigsten Lernprozesse für junge Hühner ist es zu verstehen, dass die gerade Linie nicht immer die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist, jedenfalls wenn ein Gitter dazwischen ist. Einmal um den Stall herumlaufen, wer würde auf sowas schon kommen? Zum Glück haben sich die beiden nicht verletzt. Wieder zurück im sicheren Auslauf, gibt es erstmal was zu futtern. Die beiden braunen großen Küken hier haben das nicht ganz verstanden, wie sie mir folgen können, wie sie zu den anderen zurückkommen. Ich habe sie zum Schluss links und rechts unter den Arm genommen. Zum Glück lassen sie sich hochheben. Und jetzt geht die Zähmung mit den drei anderen weiter. Ich denke, bevor wir sie alle zusammen rauslassen, werde ich noch ein bisschen warten und inzwischen die anderen mal hereinholen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir die älteren Damen mit den jüngeren Damen zusammenkommen lassen. Mit diesem Büschel Vogelmiere und Senf werde ich sie hineinlocken. Sonst sind sie es ja gewohnt, abends immer gefüttert und in die Voliere eingesperrt zu werden. Jetzt ist da noch jemand da und wir schauen mal, wie sie sich vertragen. Die Jungen haben sich schon in Sicherheit gebracht. Jemand rappelt auch im Stall. Ah, die Struppi. So sind unsere Kleinen in die Ecke gedrängt. Ob sie dann zusammen mit den anderen in den Stall gehen zum Schlafen, weiß ich noch nicht. Jetzt wird erstmal grün gezupft und sich beguckt. Ah, sieh mal an. Die Schwarze ist die erste, die sich traut, was zu holen und rennt gleich in die Ecke. Und Struppi hält es natürlich für ihre Pflicht, hier ein bisschen für Ordnung zu sorgen, Polizistin zu spielen und den Neuen gleich womöglich ein paar Federn auszureißen. Sie hat ja Erfahrung mit Mobbing. Bisher war sie ja immer das Opfer. Wenn sie schon von den Größeren fortgejagt wird, dann kann sie jetzt wenigstens die Kleinen jagen. Oh. Das, meine Lieben, ist die Hackordnung der Hühner. Aber wir haben natürlich auch Tricks, um die Kleinen ein bisschen von den Großen auf Abstand zu halten, damit sie auch zu ihrem Futter kommen und nicht immer nur gejagt werden. Durch das häufige Füttern aus der Hand bauen wir natürlich auch noch mehr Vertrauen auf. Und die Hühner lernen dabei, dass sie auch nicht so fest zupicken müssen. Denn wenn sie Angst haben, zu wenig zu erwischen oder gleich wieder fortgejagt zu werden, dann können sie auch ganz schön fest zupacken, damit sie nur ja genug bekommen. Und das tut dann auch manchmal weh. Und wir wollen ja auch, dass unsere Kinder die Hühner füttern können, ohne Angst zu haben, dass sie verletzt werden.
In den nächsten Tagen beginnt für die neuen Hühner der ganz normale Hennenglück-Alltag. Sie dürfen mit den anderen hinaus auf die Wiese. Da haben wir mehrere Bereiche, die wir abzäunen, sodass sie einmal die eine Seite und einmal die andere Seite zur Verfügung haben. Die Wiese kann sich dann inzwischen erholen. Und natürlich, wann immer wir Zeit haben, arbeiten müssen wir natürlich auch, aber zwischendurch hat man Zeit oder abends, setzen wir uns wieder gern zu den Hühnern, schauen, wie es ihnen geht und verbringen ein bisschen Zeit mit ihnen. Und ja, haben noch mehr Beziehung aufgebaut. Bonding mit Hühnern, meine Lieben. Wie wichtig das ist, dass die Hühner uns vertrauen, sehe ich immer am Beispiel von der Struppi. Als die neu bei uns war mit noch zwei anderen Hühnern, da haben wir uns nicht so viel Zeit genommen. Und die Struppi ist jetzt auch nach 2 Jahren immer noch wahnsinnig scheu. Die hüpft 1 Meter hoch und weit, wenn sie mich nur mit der Hand in ihre Nähe kommen sieht. Sie hat auch wahnsinnige Angst vor den anderen Hühnern und wahrscheinlich haut sie deswegen immer ab, weil sie eben immer auf der Flucht ist. Ja, hallo. Jetzt sind es schon über 3 Wochen, dass wir die neuen Hühner da haben. Sie haben sich ganz gut eingewöhnt. Wir haben sie wirklich eine ganze Woche lang separat von den anderen gehalten und haben ihnen Zeit gelassen, sich langsam einzugewöhnen. Sie fühlen sich schon viel wohler. Sie sind immer noch ein bisschen schüchtern, was die anderen Hühner betrifft. Au! Aber sie mischen schon kräftig mit. Die hier hat noch ein bisschen Angst, die Weiße, die Gesperberte, die Schwarze, die fürchten sich. Die beiden Braunen hier, diese hier, ist ein ganz liebes Schätzchen. Die läuft mir immer vor die Füße, wie ein Küken. Und manchmal fliegen sie mir auch sogar auf die Schulter. Aber das machen sie natürlich nie, wenn die Kamera an ist. Ich glaube, diese Hühnerintegration ist uns gelungen. Was meint ihr dazu? Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr eine Idee habt, wie wir diese neuen Hühner nennen können, dann schreibt sie auch dazu. Ich würde mich freuen, ein paar Ideen zu bekommen. Danke fürs Dabeisein. Tschüss und bis bald. Und jetzt ist es jetzt. Bleibst du aber noch? Schaust du da oben? Oh ja. Oh lieb. Oh lieb. Ja, passt ganz gut da bei mir. Hä? So ein nettes Hennele. Und wie heißt man die? Agat. Agathe. Hast du gerade Agathe gesagt? Agat. Keiner kann sagen, dass Hühner keine Kuscheltiere wären. So lieb.